Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir mit Lazarus gespielt. Ich musste kurz nachdenken, mit wem wir überhaupt gespielt haben. Und haben verloren, deswegen auch der minus 1 Winstrake. Und wie ihr das an der Musik schon wieder hört, ist wieder Apple Battle Fantasy Mod Time. Yay! Und uns zählen hier noch einige Challenges. Wir haben zum Beispiel erst geschafft, die 6., 7., 8., 9. Ich glaube, mehr noch nicht. Careful. Ach, genau, Careful hatten wir uns letztes Mal angeguckt. Machen wir diesmal Careful. Das war das, wo wir in alle vier Richtungen... Oh. Oh. Wo wir in alle vier Richtungen halt unser... Na, wie heißt es? Ich habe den Namen von diesem Item vergessen. Eyepickick. Wo wir in alle vier Richtungen Eyepickick verschießen. Genau. Und, ich bin gerade voll raus aus diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber ich glaube, diese Challenge sollten wir trotzdem schaffen. Das bedeutet nämlich, wir haben richtig viel Schaden, schießen dann alle vier Richtungen. Das heißt, wir finden auch richtig schnell den Geheimraum. Das einzig Schlechte ist, wenn irgendwie, wenn wir den Boomerang-Effekt bekommen. Oh, hier haben wir uns da denn jetzt getroffen. Oder wenn uns halt Gegner irgendwie einkesseln, dass wir uns dann, oh, blöd treffen. Ja gut. Wenn die Tränen halt irgendwo gegenkommen, dann treffen wir uns selber ziemlich schnell. Das habe ich jetzt in diesem Raum zum Beispiel auch gemerkt. Also in allen Räumen... Gott, stimmt. Wo wir nicht allzu viel Platz haben, ist das alles schlecht. Oh, wire. Oh, wire. Oh, wire. Das habe ich eben gar nicht bemerkt, aber stimmt. Selbst wenn wir gerade aus dem Raum rauskommen und dann schießen, dann treffen wir uns trotzdem selber. Oh, okay, dann ist das natürlich doch nicht so leicht, wie ich erst dachte. Oh Gott, ja gut. Aber dafür haben wir wenigstens volle Leben. Also wenigstens das haben wir bekommen. Gut, schauen wir einfach mal, wie wir damit zurechtkommen. Und kriegen zumindest schon mal Shotspeed ab, was uns überhaupt nichts bringt. Ich meine, wieso sollten wir schneller damit schießen wollen? Aber Hierophant ist noch ganz schön, was uns aber auch nichts bringt, weil wir nur rote Herzen haben. Okay, ist vielleicht gar nicht so gut, wenn wir nur rote Herzen haben. Ja. Warum ich jetzt nicht so drin bin in Isaac ist, weil ich die ganze Zeit irgendwelche anderen Spiele spiele. Sei es Ip und Op oder ein anderes Spiel, das heute auch noch kommen wird, beziehungsweise heute in der Nacht so, irgendwie um 3 Uhr oder 2 Uhr, irgendwann spät. Und ja, muss ich erstmal in die Mechanik reinkommen. LOL spiele ich auch noch nebenbei. Das ist irgendwie alles komisch, alles verschiedene Spiele. Naja, macht nichts. Solange wir das hier schaffen, ist ja alles bestens. Und solange wir uns hier nicht andauernd selber treffen, was ich leider tue, ist auch noch alles bestens. Wir bräuchten vielleicht irgendwas, was uns andauernd Leben wieder dazu gibt. Irgendwie ein Child's Heart oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay, blaue Herzen bringen uns ja nichts. Ha. Dann ist das vielleicht doch kein Segen, so viele rote Herzen zu haben. Ich meine, wir haben jetzt eine Hierophantenkarte und... Oh Gott. Und ganz viele blaue Herzen hier überall. Und deswegen bringt uns das nichts. Wir müssen ganz schnell irgendwie Leben loswerden. Also wenn wir hier jetzt einen Devil Deal bekommen, dann werden wir auf jeden Fall mindestens einen mitnehmen. Oh wow. Okay, Attacke. Devil Deal, auch wenn wir ganz oft getroffen wurden. Schade. Na toll. Ja gut. Ich will ehrlich gesagt nicht nochmal in einen anderen Raum reingehen, weil ich sonst wieder Leben verliere. Und das will ich nicht. So, das heißt, wir müssen eigentlich immer in die Mitte gehen und von da aus die Gegner treffen. Oha. Okay, möglich, dass wir das nicht beim ersten Mal schaffen. Aber wir gucken mal. Probieren kostet ja nichts, außer vielleicht unser Leben. Oh, wow. Wenn ich dann mal nicht von meinen eigenen Dingern getroffen werde, dann lasse ich mich halt treffen von den Tränen von den Gegnern. Auch nicht so schlimm. Oh Gott. Okay, zumindest ein Herz. Wir verlieren ja noch immer nur ein halbes Herz. Ich frage mich, wie das wird, wenn wir sobald wir in The Womp sind. Oder ob wir überhaupt bis zu The Womp müssen. Okay, die Fliegen sind aber ganz cool. Vor allem, wenn wir uns selber treffen, dann kriegen wir die ja. Ja, einfach ein Pilz.
Okay. Oh weia. Ganz ehrlich, ich hätte mir die Challenge besser vorgestellt. Oder einfacher. Ah. Oh wow. Okay. Was auch immer. Stirb mal. Danke für das Herz. Danke für das Lebensakku. Etwas, was mir nichts bringt. Doch, es heilt uns wenigstens um ein halbes, um ein ganzes Leben. Und war da oben der Geheimraum? Da unten. Okay. Zwei Schlüssel bringen uns nichts. Obwohl doch, wir könnten eigentlich nach Shops suchen, oder? Aber ich will ehrlich gesagt nur nach den Shops suchen, wenn die irgendwie auf dem Weg liegen. Nicht einfach so. Katakomben 2 sind wir schon. Okay. Oh, wow. Wie viele Leben haben wir jetzt noch? Oh nein, wir sehen unsere Leben nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wir müssen immer noch unsere Leben loswerden. Die Herzcontainer müssen weg. Ich hätte jetzt sogar ziemlich gern eine Health-Down-Pille. Selbst wenn die uns nicht wirklich was bringt, außer dass das Leben weg ist, aber dann können wir wenigstens ein paar blaue Herzen einsammeln. Von daher. Okay, wieder nur ein blaues Herz. Ha. Solange die Gegner nicht in die Mitte kommen, ist auch alles gut. Dann können wir einfach in die Mitte gehen und von da aus schießen und uns nicht selber treffen. Aber sobald es eben Gegner sind, die zu sehr in der... Oh Gott, die uns irgendwie verfolgen oder zu sehr in der Mitte sind, dann wird das wieder kritisch. Genau deswegen. Oh wow, so viele Leben haben wir nämlich auch nicht mehr. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie der Name schon sagt, careful. Aufpassen. Immer schön aufpassen. Okay, wundert mich, dass ich mich da nicht selber getroffen habe. Waren wir schon im Geheimraum? Ich weiß es nicht. Scheinbar schon. Okay. Wo wird Mutti sein? Oh Gott, ich glaube, wir sind gleich tot. Oh, diese Challenge. Was los? Einfach Pilz. Sehr schön, Isaac. Hast du gut gemacht. Okay. Die Left Hand. Dann wäre natürlich eine größere Chance auf Gabi-Items da. Aber die Fliegen sind eigentlich auch ganz cool. Und wir treffen uns so oft so häufig selber, dass die Fliegen wahrscheinlich besser sind. Vor allem, die machen richtig viel Schaden wegen unserem Schaden. Von daher, ich glaube, wir bleiben bei den Fliegen. Aber deswegen wäre Gabi-Form eigentlich auch richtig nice. Oh Mann. Ich treffe mich echt in jedem Raum selber. Das ist ja fast so wie die andere Challenge. Wo ich mich in jedem Raum selber treffen musste, damit ich überhaupt Schaden mache. Oh, ich glaube, wir sind gleich tot. So viele Leben können wir nicht mehr haben. Komm schon. Rotes Herz? Rote Herzen? Oh. Ja gut, Hierophant brauchen wir ja dann wohl nicht. Dann lieber schneller den Boss töten. Husk. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich tippe einfach mal, wir haben nur noch 2 Leben. Oh, okay, wir haben doch noch 5. Wo haben wir die denn her? Haben wir irgendwas, was uns Leben zurückgibt? Ja, wir haben tatsächlich HP-Regeneration. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Hat das dann überhaupt schon mal was gemacht? Weiß ich nicht. Ich würde trotzdem gerne meine Leben loswerden. Dann könnten wir quasi, wenn wir zu wenig Leben haben, einfach die ganze Zeit warten, bis wir wieder neue Leben dazu bekommen. Mit der Regeneration. Dann ist alles toll. Bitte rote Herzen, Full Health. Wrench down, ja, gut. Okay, es wird langsam echt knapp mit unserem Leben. Oh, puh. Wir brauchen dringend einen super Geheimraum mit ganz vielen Leben drin. Wir sind da so bis keine ganz vielen Leben.
Aber du bist der Supergeheimraum. Also so ein Supergeheimraum mit richtig vielen Leben drin, der wird uns sogar retten. Hier können wir nirgendwo aufspringen, ohne uns selber nicht zu treffen. Oh, wow. Na gut. 200 Leben haben wir ja noch. Jo, gut. Ich glaube, gleich sterben wir. Aber anscheinend müssen wir nur bis zu Mutters Herz. Das wäre recht angenehm, wenn das wirklich so ist. Okay, danke. Hätten wir... Oh, Tempwits. Schade. Hätten wir nur ganz alleine das IP-Cack, dann hätten wir uns einfach überall rausspringen können. Aber so ja eher nicht. Okay, hier haben wir wieder ein paar Leben dazu bekommen. Das kommt uns sehr gelegen, würde ich sagen. Eine Full-Health-Pille wäre uns auch sehr gelegen. Oder eine Battery-Pille, die dann auch zu einer Full-Health-Pille werden könnte. Also was, was uns Leben gibt, ist gut. Außer HP-Ups, die brauchen wir nun wirklich nicht. Okay. Toll, wir haben uns noch einen Gegner dazu geholt. Super. Nur wegen diesem einen Gegner wurden wir jetzt noch einmal getroffen. Ich glaube es ja nicht. Aber wenn wir nicht mehr in Utero müssen, dann wäre das schon schön. Aber das können wir ja nicht steuern, sondern das ist schon vorgegeben. Wieso war... Achso, jeder zweite Schuss, den wir machen, ist rot. Ach, deswegen. Ja gut. Weil unser ein Auge ja auch so komisch rot ist, deswegen. So, Full Health for Life Justice ist auch gut, wenn da ein rotes Herz rausgekommen wäre. Leider nicht. Aber wir haben zumindest den Boss gefunden. Und was bist du? Eine Full Health? Lockdown? Ja, ist jetzt egal. Und wir sind bei Mutti, die wir richtig besiegen müssen. Oh, warte, wenn wir hier in der Mitte stehen, ist das ja cool. Solange sie nicht ihren Fuß macht, ja. Sehr cool. Wir nehmen natürlich wieder das Polaroid mit. Und hier wäre... der Darkbaum, die Katze. Die übrigens richtig stark ist in dem Epic Battle Fantasy Spiel. Aber ist beides nicht so gut. Wir brauchen nämlich unsere roten Herzen, damit wir überhaupt überleben. Hier hätten wir... Pyromaniac? Warte. War Pyromaniac nicht das? All explosions now heal Isaac for one heart. Okay, ich glaube, wir haben schon gewonnen. Okay, dafür machen wir auch den Boss Rush. Für Pyromaniac... Wenn wir uns jetzt selber treffen mit unseren Explosionen, dann heilen wir uns stattdessen. Hier. Guckt unsere Leben an. Ja! Wie geil ist das denn? Ja gut, jetzt können wir das auch spammen, wie wir wollen. Bau, 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 bau. Und die können es auch so oft treffen, wie sie wollen. Gut, damit haben wir diese Challenge wohl geschafft. Das ist ja richtig lächerlich. Wow. Pyromaniac ist ein Special Item, was dann halt 5 Bomben gibt und jede Explosion, die einen trifft, heilt einen. Natürlich auch die Eifelkeck-Explosion. Richtig nice. Geil, ey. Da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Und dafür kurz den Boss-Wasch machen. Warum nicht? Machen wir gerne. Für sowas OP ist... Pam, pam, pum, pum. Push, push. Pisch, pasch, push, pasch. Dann können wir quasi auch die ganze Zeit einfach richtig nah an ihn rangehen. Dann heilen wir uns jedes Mal. Und alles ist toll. Ich glaube, wir machen sogar Berührungsschaden, oder? Nee. Wenn wir jetzt noch Berührungsschaden machen könnten, dann wäre das richtig gut. Dann könnten wir einfach gegen jeden Gegner gegenlaufen. Tun wir jetzt zwar auch schon, aber...
pum, pum, pum. So lobe ich mir die Challenges. Wieso kann so nicht jede Challenge sein? Und ich dachte schon, die Challenge wäre schwer. Pff. Ich wäre auch schon zufrieden gewesen mit einem Item, das uns einfach gar keinen Explosionsschaden kriegen lassen tut. Aber dass wir uns jetzt damit auch noch heilen, das ist dann schon lächerlich, oder? Finde ich schon so ein bisschen. Voll das Schlachtfeld hier. Bam, 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 brum, 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 brum. So, fertig. Kriegen wir noch das Jump-Buch. Sammeln wir noch kurz Leben, obwohl wir den nicht brauchen. Und jetzt können wir sogar jumpen. Ja, ja, jump, jump, jumpy, jump, jump. So, dann können wir die jetzt eigentlich doch mitnehmen. Nee, wir jumpen einfach in das Loch rein. Wir sind immer noch unter 20 Minuten, oder wie? Deswegen können wir da immer noch reingehen. Nice, wir sind erst bei 15 Minuten. Wupp, wupp. 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 Ach, jetzt können wir uns auch überall rausspringen eigentlich. So, dann machen wir das jetzt einfach ganz schnell. Wir kriegen ja keinen Schaden dadurch. Wir heilen uns im Gegensatz sogar noch. So. Wo haben wir denn den Boss? Das ist ja echt lächerlich. Cool, wir müssen gar nichts machen. La 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 la. Einfach nur den Boss finden. Schuppdiduppdidu. Nö, interessiert mich nicht. Okay, die müssen wir anscheinend besiegen. Oh, das ging schnell. Lemon Party, okay. Hi. Hä? Da, bitteschön. Haha. Ja, komm her. Du bist nervig. Doch nicht. Tears up. Ja, wir können doch schneller schießen. Juhu. So, Utero 2. Ja gut, damit kann ja keiner rechnen, dass wir so OP werden. Aber wenn das Spiel uns dieses Item gibt, dann muss ich das mitnehmen. Tut mir leid. Mit die... Ah, lass mich durch die Tür. Mit dieser Combo kann man gar nicht verlieren. Ich wüsste nicht wie. Wer es schafft, mit dieser Combo zu verlieren, der sollte nochmal überlegen, ob er... Ne? Genau das. Ja. Die Challenge war einfacher als gedacht, das tut mir leid. Careful, was careful? Einfach überall alles sprengen! Alles in die Luft sprengen! Oh Mann. Ja, aber da die Folge sonst auch zu spät kommen würde, gefällt mir das eigentlich gerade richtig gut, dass die Folge nur so kurz ist. Tut mir leid, wenn sie nur so kurz ist. Dafür kommt aber halt nachher noch ein anderes Video. Und ja, morgen ist das wieder normal lang, würde ich sagen. Kann ja auch mal so kurz sein. Damit hätte ich jetzt halt nicht gerechnet, dass wir sowas OPs bekommen. Ja,
Dann bedanke ich mich aber trotzdem erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet oder beim anderen Video. Was übrigens ein super tolles Spiel ist. Bis zum nächsten Mal und tschüss.